Ja, willkommen zurück zu Batman, The Enemy Within. Ja, der Feind ist von innen. Ja, was ist mir rausgekommen? Gott ist raus, Tiffany weiß Bescheid und jetzt geht's ab in die Black Side. In das Bodies Bar, Eike. Das ist eigentlich sehr schlau, nicht wahr? Al? Have you located the Black Side? I think so. While you were at the office, I did some basic online research on the Bodies Bar. Excellent, what's the verdict? According to reviews, it truly seems to be a fully functioning business, not just a front. Couldn't tell from the service entrance. They offer rather popular high-end massages and have an active social media feed. It's a 24-hour business, Bruce. There are customers going in and out at all times. Wer will denn morgens früh ins Bar gehen? Nur mitten in der Nacht. Niemand wird sterben, solange ich da bin. Sie können ja alle drin verstecken. Ich werde vorsichtig vorgehen. Niemand wird sterben, solange ich da bin. Nein, niemand wird sterben. No innocent collateral damage. No, just innocent people, Bruce. I'll have to keep everyone who runs that facility out of harm's way. Initiate the feed of my Batman wird nicht töten. Will nicht töten. At once. I need to see what we're up against. Good idea. Remember, you're able to toggle the thermal imaging in your lenses. I'm signing off while you speak with Director Waller. Be careful. Thanks, Al. Waller? Yeah. On the line, Bruce. I'm here. I'll let you know if I find anything interesting. Caution is key, Bruce. This situation is a spark away from a wildfire. I'll keep that in mind. Ja, Eike, erinnerst dich noch? In der vorletzten Folge haben wir doch die verbesserten bionischen, in Anführungszeichen, Kontaktlinsen bekommen, weißt du es noch? Ja. Jetzt können wir wieder Terminator. Nein, nicht wieder Terminator, Quatsch, andere Filme mit ihnen. Du weißt, Junge. Jetzt geht du den Chopper! Du weißt, welcher Film, Eike, ne? Geht du der Chopper! Geht du den Chopper! This is definitely the place. Bodies Spa. Good work, Bruce. They weren't exactly being subtle. Ja, was sollen sie sonst machen? Ich meine, wollen sie dir an kein Schild hängen? Das wäre ja ein bisschen aufsehnig. Ja, The Bodies Spa. Genau. Ich meine natürlich, wir haben die Predator-Sicht. Bodies Spa Repair. Ja, wir haben jetzt die Predator-Sicht. Das heißt, wir haben Hitze-Sicht, Eike. Cool, nicht wahr? Guck mal. Was Kälte-Sicht momentan? Ja, das ist jetzt die Wärmesicht. Das bedeutet, oh, die muss aber ganz schön dünne Wände haben, wenn man das so einfach durchschauen kann. Geht's hier noch weiter? Ah, ich sehe da ein Loch im Boden. Das ist verdächtig. Was macht der da? Hm, ich glaube, er steckt gerade seine Hände in ihn. That appears to just be a patron. Was man in ein Spa... Ah, hol die Hände aus dem Rücken! Nein, nein! Auf damit, nein! Nein! Was ist das denn? Händeabdruck. There are still traces of heat signatures. Someone was here recently. Los, wissen wir, wenn einer auf dem Rücken liegen wird. Mhm. Eike, du. Ja, das ist nicht die Art von Spa. Das ist keine Verspannung. Ja, genau. Es ist keine Verspannung. Okay, genau. Oh. Jetzt werden sich die Leute wieder aufregen, nicht wahr? Rassist, das macht man nicht. Das ist unpolitisch ungerecht. Na gut, da muss aber ganz schön heißes Händchen gehabt haben, derjenige, der hier gewesen ist vorletztens. Ja, das ist eine Heizung. Das hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht. Der Typ steht da nur rum. Oh, die Stromleitung. Ja, das mache ich gleich. Looks like we have a receptionist behind the front desk. She's hardly anything to worry about. All too easy to hide a gun under that desk. Möglicherweise, ja. Natürlich, dass ein Rezeptionist ist, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Okay, jetzt haben wir das alles abgeguckt. Jetzt schauen wir mal, Elektrizität. Ah. Das ist ja schon fast wie Deus Ex. I see a security panel inside the building. It could trigger an alarm system of some kind. If I can hit that before they suspect what I'm really here for. They'll be blind and helpless. Perfect for my people. You just saved a few agents' lives, Bruce. Oh, danke. Ja. Hoffentlich kommt jetzt hier niemand in die Gasse vorbei und schaut uns irgendwie in die Augen. Was haben Sie da im Auge? Was haben Sie da im Auge? Ach, nichts. Ich bin ein Vampir. Ich bin ein Vampir, genau. Ich sah schon immer so aus. Ich hatte immer schon solche Augen. Du bist ein Vampir, etwa? Du bist ein Vampir, Harry. Genau, genau. Brucey. So, sonst ist hier, glaube ich, nichts weiter, was man scannen könnte. Ja.
Ja, ich sehe hier nichts weiter. Du, Eike, siehst du noch irgendwas Besonderes? Nee, ne. Das war jetzt eigentlich nur da, um diese Sicherheits... Eike, du weißt, dass man dich nicht rausschneiden kann, wenn du gehst. Sicherheitskonsole sehen konnten. Okay. Ja. Das war eigentlich alles, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja. Gut. Oder war hier noch irgendwas? Ja, stimmt, da ist ja ein neuer dazugekommen. They're heading downstairs. The real lab must be underground. Sanctus has been in the middle of Gotham this entire time. They burrow under your skin and eat you from the inside out. This is why I'm willing to let these criminals be the tip of the spear. Dangerous and expendable. My favorite adjectives. Hm, das ist ja wie bei Resident Evil hier. Am Ende ist da unten auch ein riesen Laborkomplex. Mit einem Tyrant. Obwohl, ich glaube, den könnte... Guck mal, ob da noch was mit Strom ist. Ja, obwohl ich glaube, den könnte Batman auch unboxen. Der braucht keinen Raketenwerfer für, nicht wahr? Warte mal, Strom? Nee, mit Strom ist nichts weiter hinzugekommen. Ja, ist jetzt keine neue Leitung gewachsen. Ja. Muss das nicht irgendwie auffallen, wenn ein Typ immer so eine... Ja, ist das so eine Gasse immer auf und ab geht und sich die Wände anschaut? Was machen sie da? Nichts. Ich schaue nur gerne auf Wände. Intensiv, auf Wände schauen, nicht wahr, Eike? Ich mag diese Wand. Ich mag die, sie ist so glatt und steinig. Kalt und steinig. Ah, oh, ja, ja. Ach, stimmt, wir müssen ja auch einen D-Tube-Account mal erstellen, nicht wahr, Eike? Für diese verbotenen, in Anführungszeichen, Cold Mirror-Hörspiele, nicht wahr? Und dieses gewisse Rainer und Leon. Okay, reicht. Okay, nicht wahr? Erinnerst du dich noch daran? Okay, ich glaube, das war's. Ist hier noch irgendetwas, was man... Ich glaube, jetzt können wir jetzt raus? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt normal daran und müssen mit den Leuten quackeln. Schild? So. That access door is connected to the spa. That's some top-notch fieldwork, Bruce. I know being undercover has been tough. Es ist eine Tür. Nach dem Motto, ja? If you don't get inside with those maniacs, we're going to have a pandemic on our hands. Waller, I need to go. Now, why would a billionaire be skulking around in a filthy alley? Ich gehe nur spazieren. Carefully inspecting. Harley hat mich hergeschickt. Ich bin für eine Massage. Harley hat mich geschickt. Ich bin BXXXX. Echt? Sicher? Ja. Okay. Oh, I have an appointment. Bad shoulder. The main entrance is around the corner. That's not why you're here. My Bane, have you been spying on me? Spying? No, ich bin drei zufälligerweise hier. Keeping an eye on you. That's the same thing. I heard the GCPD paid you a visit at your office, so I swung by to see if you might be in need of some aid. Innocent as that. Then. Oh oh, Eike, das ist die letzte Folge dieser Episode. Oh. Jetzt, ich glaube, jetzt passiert's. Yes, I had a sense you would lead me to something interesting. Project Lotus. This is the secret you and Harley had. Oh nein, Wolfram! Where are we, Bruce? Ach, wegen Lotus. Was ist das? Harley hat mich zur Schwierig gehört. Es ist eine Geheimanlage. Es ist nur ein Weltcenter. Ist wirklich? Okay. This is it. The black site Riddler wanted to hit. So this is what Harley was trying to keep secret. She didn't know. Strange that you're here after a run-in with GCPD in an alleyway with the other rats. Er weiß mehr als man denken könnte. Duplicitous position. Er ist ja schlau. While we have a mole problem, well, it does not look good for you, my friend. When you wake up, you can tell Harley that you led me right to her conspiracy. Wake up. Wenn wir dann wach werden, wie heißt du? Ich hab alles vergessen. Das war wieder ein bisschen zu hart, Bane. Och, Mann. Rise and shine. Jetzt geht alles den Bach runter, Eike.
Oh, I pity what you're about to face, Wayne. Schneid deine Pferde. Telling me about the black side. Das war komisch versetzt. There's something about you that gives me pause. Something that casts a shadow over your heart. Harley wanted to spearhead the hunt for the mole. This will be her chance. So, be thoughtful with your words in there. They could be your last. Harley wird mir nichts antun. Sie macht mir keine Angst. I'm not scared. False bravery will not save you, Wayne. What does it mean? The rat has been uncovered. Wayne was right under your nose. Attract Wayne to the location of the black site. And if he had I sent Wayne to scout it, so lower your damn voice. It was the final piece of the now we got it. Go get your boys ready. We move on the site ASAP. And don't worry your pretty little head about our rat problem. I got it covered. Sie ist nicht geschminkt. And Bane, tell Freeze to get one of them popsicle makers ready. Sie ist ja gerade privat. You're not going anywhere. You're in here with me. Bäh. Jetzt geh rein da, ich will da nicht mit dir. Nein, ich will da nicht rein. Komm, du gehst da jetzt rein. Aber was ist, wenn sie mich verführen will? Na, gehst du halt. Und schießt mir dir in die Beine. Ach, die Augen zu, denkern schon. I him stepping on my turf, you know? No. I said I'd find the rats. And I will. Your father, he was a hard man, right? Someone lied to him, betrayed him. He ended them. Ja, davon wussten wir ja nichts. Think he was onto something with that idea? Show no mercy, take no apologies. Er hatte recht. That sort of thing. Es gibt andere Wege. There's always another way. Killing someone isn't an answer. The son of Thomas Wayne shies away from spilling blood. Und da hat wieder der Aufruf-Titel nicht aufgepasst. You are, Bruce. Who do you think I am? A man out to prove to the underworld he's just as bad as his dear departed dad. Ach, das glaubt sie immer noch, Eike, ne? Was? Dass wir das hier alles nur machen aus Spaß. Mann, ist die dumm. Ich bin mehr als das. Mehr ist nicht drin. Ich mag Spaziergänge am Strand. Ich mag Spaziergänge am Strand. We all have more to us, Bruce. Ja. You're not telling me anything I didn't already know. Did you forget I used to be a doctor? Went to doctoring school and everything. Da hat der Übersetzer nicht aufgepasst. All for my dad. You got some of the same shades as him. Ah, Eike, jetzt können wir mal live dabei sein, wie sie ihr Make-up auflegt. And they all fell down to the deep to drown, to the dark. To drown. He used to sing that to me. My dad. Made me feel safe. Das ist verstörend. Er hat dir viel bedeutet. Du hast eine hübsche Stimme. Ja. I can tell he meant a lot to you. He did. Till he blew his brains out. No, he's just a glimmer in a maggot's belly. Boah. Seems we'll all be someday. Das ist hart. In fact, you being like my dad. That's why I got such a soft spot for you. Oh, you do? You found me the black site, didn't you? Plus, you're not a bad guy. Ah, sie hat Daddy Issues, Papa. Eike, ne? But you actually care for some people. Like that girl John told me about. What's her face? Brittany? No. Tiffany. You remember? Die Wilwe ist das, die Leute bin ich, halt dich von ihr fern. BXXX. No? No, I think it was Brittany. Sorry, I barely know her. Ich glaube, es ist egal, was sie sagt, sie weiß schon, was you're will. Cute when you front. You know that? I don't know if she's your friend or mortal enemy, but I know you care about her at least. Siehst du, Eike, sie, egal, was wir gerade wollen, sie weiß schon. Except when you have to lose them. Du musst aber wirklich verrückt anschauen. Damit sie nicht auf die Spur kommt. Shaka, we have a turncoat. I've interviewed just about everyone in the place. Except maybe one. Or two. So gosh,
That only leaves the two people I haven't cleared. You and Catwoman. Maybe it was the guy who banged. Das könnte schon sein. Wir sind beide loyal. Ich bin auf deiner Seite. Wir sind beide loyal. B. Well, you must have missed something. Catwoman and I are loyal. Oh, okay. I guess I'll take your word for it. Spoiler alert. I ain't taking your word for it. John, get in here. John, Platz. When I told Putin I narrowed it down to you two, he begged me to let him interrogate you. I gave him some pointers, and now this is his chance. Hi, Bruce. You potential rat. Have that, John. Nice. Harley, do you mind? Can't learn to ride with training wheels on forever, you know? I'll be right outside. Er schießt uns zum Spaß nochmal in die... Admit it, you rat scum! You're the... The rat. Sorry, I have to make it sound good. Ups. Weiter so, was zur Hölle? Weiter so. Sehr überzeugend. Weiter genau, so. Genau, A. Do it again. What? What? Hit me again. You're hitting him already. Huh. I'll let it play. I never wanted it to come to this. Oh, jetzt steht er auch zwischen den Stühlen, Eike. Catwoman. Oh, ich mag ihn. Think about it, Bruce. Harley's gonna. Nimm dich schon auf, John. Guter Plan. Guter Plan, X. If she'll stop there. Okay, John. That's what we'll do. Oh, really? What? I knew you'd see it. I didn't expect you to see it that fast. Okay, okay, okay. This is good. I'm calling her back in. Harley, we're done. Gordon, yeah. You might have surpassed the teacher. That was record time. Who are we hanging out to dry? Go ahead, Bruce. Tell her what you told me. Come on. Catwoman, ich war's. Catwoman, ich war's. Okay. Ich war's. Sicher? Okay, ja. Wird schon einfach froh sein, aber egal. It was me, Harley. I took it. You were just starting to get under my skin. Too bad. I guess I do have to hurt Tiffany after all. And you, of course. Ich glaube, das war keine gute Idee. Das mit Tiffany hätte es vermeiden können. Meinst du, wir sollen das lieber aufhören? Nein. Weitermachen? Okay. Weiter. Sicher? Weiter. Like, send this one to the great icebox in the sky. Ich würde sowieso erst zum Semmer gehen. Aber Joker wird uns, John wird wahrscheinlich nicht mehr mögen. Geht schon, er ist der Joker. Aber Scheiß drauf. Oh, hey. Well, Bruce, it's been fun. Bane, get him inside. Oh, oh, oh. Wird da wieder rauskommen? You can let the cats out of the bag. Bruce. Is in deep trouble. Harley, be reasonable. Ich kann immer noch helfen. Ich hab getan, was du wolltest. Fahr zur Hölle. Ah. And I hope you rot in hell. Oh, so much fire. Might want to save that heat for later. Wait! Harley, as great as this is as a punishment, not Bruce. You can't. Aw. He's my best friend. Oh, ich weiß. Oh. So maybe we can let him go. Live at least. Nein. Nah. Be sure to send Tiffany a postcard from Antarctica. Oh. Also, ob wir da noch rauskommen, Michael?
scheiß Cliffhanger. Episode 3, zerbrochene Maske. Ja, du und 19 ließen Celina entsetzt zurück. Sie war dankbar, dass du sie gewarnt und ihr geholfen hast. Okay, und sie gefühlt sich geehrt und, ist alles blau. Blau ist gut, nicht wahr, Eike? Wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ja, wenn etwas blau unterlegt ist, dann ist es Gutes. Du und 39... Oh, okay, ließen Gordon räumlich zurück. Das nur wegen das Letzte. Ja, wir haben ihn verärgert wegen Catwoman und wegen der Festnahme, wo sie ersetzt haben am Anfang. Aber reumütig da lassen. Also. Ist ja, aber frustriert das der Festnahme? Na, im Büro, in der letzten Folge, weiß nicht mehr. Hm. Wo wir gesagt haben, wo wir nicht. Wir hätten ihn schweigen sollen, glaube ich. Na egal. Aber er ist ja immer noch reumütig und wir hängen damit noch immer in Lay Mainstream mit. Mit 90,3. Okay. Du und 30% diesen Waller wütend zurück. Und das finden wir nicht so. Das finden wir eigentlich okay. Sie ist wütend, überlegen und unschuldig und fühlt sich überlegen. Ja. Aber wir mögen Waller ja eh nicht, nicht wahr? Mhm. Du und 89% der G-Spieler haben sich mit Tiffany verbündet. Ich glaube, das ist eigentlich okay. Ich glaube, da können wir leben. Außer sie macht am Ende doch irgendeinen Blödsinn. Was du ja vermutet hast, oder Eike? Ja. Ja. Sie am Ende dann in ihrer Überlegung, hey, ich arbeite jetzt für Batman, ups. Verstehst du? Du und 30% die gaben John das Gefühl, schuldig zu sein. Haben sich dein Rat zu Herzen, andere zu manipulieren. Er glaubte aber an seinen Helden enttäuscht, als er den Laptop nicht abbekommen konnte. Er fühlt sich schuldig, weil du dich geopfert hast, um deine Freunde zu beschützen. Das müssen wir in der nächsten Folge aber versuchen, wieder zu kitten, oder? Wenn's geht. Ja, versuchen wir dann, ne? Du und 30% gaben Haley das Gefühl, ergangen worden zu sein. Sie war nicht überzeugt von deiner Aussage im Officer, sie war beeindruckt von der Haltung, aber sie fühlt sich ergangen, als wir gestanden haben, dass wir mal groß sind. Tja. Ob wir dann noch hinter ihr herkommen? Und das ist jetzt das Übliche von den, fast 60% haben Catwoman gewarnt, ja. Die Leute sind Catwoman-Fans, Eike. Und wir, okay, nur 46% waren dafür, ihn, Harley zu... Okay, zu manipulieren. Oh, okay. Weiter. Wow. Wow, ja, auch wieder. Weiter. Ja. Und 80,2. Weiter. Das war's schon. Damit waren wir und? Eigentlich... Weiter. Damit waren wir eigentlich schon im Mainstream, ne? Kann man sagen. Und das sehen wir uns dann. Batman. Schurken von Vaudeville. Ja, dann sehen wir uns dann in dieser Episode 4 dann wieder, ne? Das ist allerdings eine. Kann ich schon mal verraten, Eiko, oder? Das ist eher eine recht kurze Episode. Ja, 2 Episoden, dann haben wir es. Ja, das ist eigentlich relativ kurz. Da ist viel mehr Entscheidung, wenig Action. Der große Showdown findet wahrscheinlich dann erst in dieser hier statt. Wow, wo kann es da wohl. Wer könnte das wohl sein, hä? Obwohl, wir könnten ja noch versuchen, das mit, was wir mit Jong hier gemacht haben, jetzt in der letzten Episode noch zu kitten. Dass wir vielleicht noch ihn doch noch wieder auf blau bringen können. Verstehst du? Aber das finden wir erst raus in Schurken von Vaudeville. Vaudeville? Ich kann kein Französisch. Parisisch. Entdecken zwei Bruce in seiner Freizeit zu einer Planänderung. Ob die uns noch mitnehmen wollen in ihrer in die Backside? Vielleicht. Bis zur nächsten Folge. Also Leute, bis dann. Ciao.